Das nennen wir mal einen Überraschungsbesuch. Ein aufregendes Wochenende liegt hinter den niederländischen Royals. König Willem-Alexander besucht gemeinsam mit Ehefrau Königin Maxima und seinen beiden ältesten Töchtern Amalia und Alexia den Großen Preis der Niederlande. Nur Nesthäkchen Ariane fehlt an diesem Wochenende. Die 16-Jährige ist nach Italien gezogen, um dort ihr internationales Abitur zu beginnen. Doch dafür überrascht ein anderes Familienmitglied. Die Fotografen können ihren Augen nicht trauen, als Gräfin Luana an der Seite ihrer Tante Maxima in die Kamera strahlt. Ja, richtig gehört, Luana von Oranien-Nassau ist die älteste Tochter des verstorbenen Friso von Oranien-Nassau und Prinzessin Mabel. Friso ist vor 10 Jahren auf tragische Weise nach einem Lawinenunglück gestorben. Ganze 5 Jahre hat man die heute 18-Jährige nicht mehr gesehen. Diese Aufnahme zeigt Luana noch deutlich kindlicher. Zum 80. Geburtstag von Oma Beatrix der Niederlande strahlt Prinzessin Mabel zusammen mit ihren beiden Töchtern für die Kamera. Die heute 18-Jährige hat sich seitdem ganz schön verändert. Dass Luana nun an der Seite ihrer Tante Maxima und ihren Cousinen bei der Formel 1 auftritt, ist eine wahre Sensation. Bereits vor 2 Monaten überrascht Mabel mit einem gemeinsamen Auftritt mit Tochter Zaria bei einer Eröffnungsvorstellung. Ebenfalls 5 Jahre hatte man die jüngste Tochter der Prinzessin nicht mehr gesehen. Schön, Gräfin Luana nun inmitten ihrer Familie wiederzusehen.